Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Boah, Mbappé! Nein. Das ist der größte Sohn des Kronen! Und Ribéry, na klar, Chat, weil er sein Schild oben hat. Ribéry! Oh mein Gott! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich gehe heute zusammen mit Lukas aufs Materia-Konzert. Ich werde euch wieder mitnehmen, einen kleinen Vlog machen. Ich werde auf jeden Fall nicht so lange filmen wie bei den ganzen Sachen, die ich jetzt zuletzt gefilmt habe im Stadion mit den Spielen und so weiter. Aber ich werde euch mitnehmen, ein paar Sachen filmen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann lasst mir immer gerne ein Like da und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Auf jeden Fall vorbei. Ich denke mal, gleich geht's los. Um 20 Uhr wird Start sein, denke ich mal. Ich gehe einfach ohne Erwartung ran und schaue einfach mal, was das Ganze hier so wird. Ich teste da gerade noch den Rauch. Naja, ich sag, gezündet wird auch nachher. Ganz safe. Gemeinsam schufen wir Freiblicke aus nah und fern, groß und klein unsere Heimat und dich, Stadion, deiner Bestimmung termingerecht zu übergeben. Und die Liebe zur Heimat, zum Meer und zum Strand mit dir zu verbinden, wirst du Ostseestadion genannt. Alle Hände! Feiern wir eine Party
Wo sind die Mädels eigentlich? Wo sind die Jungs? Nochmal Mädels? Okay, Jungs, ein Au! Au! Mädels, ein Au! Auch geil. Deswegen, der Song? Der Song jetzt für starke Geschlecht. Hoch mit den Mädels! Hoch mit den Frauen! Ich wünsche euch, ob ihr es fett oder nicht. Mindestens 5000 Frauen auf Schultern sehen. Von den Städten mit dem Bogadana bis heute auch auf den Tribünen. Wo sind die Materie und ihre Großstadt? Für die Ewigkeit. Mars.
Ostsee Stadion. Ich will, dass wir das OS jetzt verwandeln. In einen Club für die Älteren mit Shanti, für die jüngeren Studenten oder so. Zwischendurch. Alle Hände. Ihr wisst doch, was kommt, oder? Alle Hände hoch für meinen Sohn Luis. Yeah.
bin euch so dankbar für alles. Aber jetzt für den letzten Song. Jetzt will ich, dass das Aufsichtsstadion der hellste Ort auf diesem Planeten wird. Was er ja eh schon ist, ich weiß. Ich bin jedem Einzelnen unendlich dankbar für das Jod. Wahrscheinlich das schwierigste Jahr jemals für mich. Und der Gedanke an diesen Abend und der Gedanke an morgen, der hat mir die Kraft gegeben und der hat uns die Kraft gegeben, das alles so ruhig zu ziehen nach all dem Scheiß, der da draußen passiert ist. Und dafür bin ich euch auf ewig dankbar, Rostock. Aussichtsstadion in aller Hände hoch. Noch einmal singen wir zusammen hier hoch. Und jetzt alle. Flieg dich erst mal in das Feuer, reiß den Arm. Meine Mann, Lärmer, Kopf, Mann, der sind ja der Schatz. Bin schon 100 Mal über mein Kopf, ich wohl. Hab mich angesiedelt, doch niemand hier bringt mein Kopf. Sarah, ist da noch irgendwo? Sind da noch ein paar Leute von uns? Nee? Dann sind die da unten bei der Familie schon, oder was? Okay, das ist ein Zeichen für uns hier unten. Wir machen jetzt mal gar nichts. Wirklich so stabil, was hier abging. Auch da hinten, dieser ganze Innenraum, geisteskrank heute. Vielen Dank für so viel Wahnsinn. Und die Ränge. Oh, schön. Ich habe nur eine Luft des Freien, trägst dein Schmuck.
So Leute, Konzert ist vorbei. Fand auf jeden Fall sehr cool. Muss auch sagen, so ja, dass ich Privatmateria jetzt nicht so viel höre, aber ich fand es auf jeden Fall sehr nice, wie er die Leute mitgenommen hat. Auch so Choreo, Bühnenbild und so fand ich sehr, sehr nice. Ja, Leute, wundert euch nicht, dass ich mich auf dem Weg bei euch melde. Ich war nicht mehr in der Lage dazu, ein Outro vernünftig aufzunehmen, weil es einerseits viel zu dunkel war nach dem Konzert und zweitens waren da so viele Menschen unterwegs, dass ich einfach ein bisschen ja, überfordert war mit der ganzen Situation. Und ja, deswegen melde ich mich hier nochmal, um einfach zu sagen, dass das Konzert im Nachhinein betrachtet einfach richtig cool war. Ich muss sagen, Materia hat die Leute super gut mit einbezogen, hat das Ganze versucht so ein bisschen, ja, auch, er hat versucht das Ganze auch so ein bisschen so zu verkaufen, dass die Nähe zu den Leuten, die Nähe zu der Region da ist, was mir sehr gefallen hat. Ich fand das Bühnenbild unglaublich krass, das fand ich auch sehr, sehr nice. Und ja, also man hatte trotzdem Spaß bei dem Konzert, obwohl man, so wie ich jetzt, nicht so den Zugang zu der Musik hat und das auch privat nicht so oft hört, ja. An der Stelle hoffe ich, dass ich euch so ein paar Einblicke geben konnte und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst wieder auf Twitch und auf YouTube wiedersehen und ja, keine Sorge, ich werde auch wieder ein bisschen aktiver werden, aber ich hatte sehr viel zu tun, war auch noch krank in Bezug auf Hausarbeiten und so weiter und so fort. Ja. Demnächst starten wir dann wieder durch auf YouTube, auf Twitch und so weiter und so fort. Ja. Bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.